Guck, wir probieren heute auch mal wieder eine neue aus, und zwar hier die Mai. Die Mai kann den ultimativen Fähigkeit ist ein Blizzard, starte eine Wetterdrohne, die Gegner in deinem großen Bereich verlangsamt und einfriert. Dann Kryostase macht dich unverwundbar und heilt dich. Das finde ich sehr schön. Man kann eine Eiswand erschaffen. Und der endothermatische Strahler, kurze Reichweite und Streuung, die Ziele verlangsamt und einfriert, schießt dann mit hoher Reichweite. Also von dem her, schauen wir uns die doch mal an. Wie man sieht, das sind die zwei Möglichkeiten. Nicht unverwundbar, ja, Eisberg oder eine Eiswand. Ja, auch cool. Kann bei der Verteidigung sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Also ich bin da sehr gespannt. Wie gesagt, diese Charaktere oder diesen Charakter vielmehr habe ich auch noch nicht gespielt. Aber wie gesagt, man muss auf das Zeug auch erstmal kommen, was die da so im Petto haben. Ja, da haben wir doch den ersten Kill schon direkt machen können. Wir müssen das Ziel verteidigen. Ah, nein! Aber coole Sache mit dem Einfrieren. Also lässig mitgedacht. Bin schon sehr auf die ultimative Fähigkeit gespannt. Aber wie gesagt, ich finde den Style so lässig. Einzig ein bisschen lahmarschig ist er, weil sie keine Fähigkeit hat, nach vorne zum Punkt zu kommen. So, weg bist du. So, heile ich mich schnell. Die hat was. Die hat auf jeden Fall einen gewissen, sehr, sehr coolen Stil. So, der ist doch da oben. Wahnsinn. Wahnsinn-Style von dem Ding. Ah, nein, da wollte ich gerade noch meinen Eisblock machen. Aber natürlich, wie gesagt, man sieht sehr, sehr wenig HP gehabt zu dem Zeitpunkt. Oh, oh, oh. Wo ist die Ulti? Wo ist die Ulti? Stoppt sie sofort! Sichert den Punkt! Sichert den Punkt! Nichts lieber als das. Oh, sorry. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Hier ein. Ja. Nein! Da hatte ich so gut mitgedacht, dass ich hier die Eiswand noch aufbekomme, dass ich dazwischen denen und mich stehe. Ah, schade, schade. Aber der gegen den Schuss oder gegen die Granate konnte ich dann nicht mehr erwehren.
So, jetzt haben sie die Fracht. So, mein Freund. Oh. Komm schon. Jetzt gibt es eine Aktion. Oh, der war so knapp. Der war so knapp. Oh Gott, das wäre so eine coole Sache gewesen. Aber das letzte Fitzelchen hat gefehlt. Schade, schade. Hat mir selber sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade die Aktion. Die hätte für mich auch glücken dürfen. Cool ist nochmal. So. Habe ich halt sie einfach mal mit der Ding fertig gemacht. Gar kein Problem für mich. Sehr, sehr schöne Aktion. So, auch die war wieder gut. So. So, es ist hier wirklich vieles dabei. Killstreak! Ah, da wollte ich aber... Der hat mich gut rausgenommen aus dem Spiel. Muss ich gestehen. Weil der hat perfekt getroffen. Zurück in den Kampf. Aber der Charakter, der ist sehr, 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 sehr cool designt. Macht viel Spaß. Es macht nochmal eine ganz andere Taktik. Also E-Sport mit dem Spiel kann ich mir fantastisch vorstellen. Weil es immer... Ah, da ist die ultimative... War das die Alti schon? Ja, das war noch die Alti. Und dementsprechend wurde es dann natürlich jetzt leichter für ihn. So, jetzt schieben sie aber ordentlich. Jetzt müssen wir sie abfangen. Ah, leider haben sie den Checkpoint auch noch erreicht. Unnötig. Das gibt's doch nicht, das ist so knapp immer. Aber gegen drei Stück, muss man schon sagen,
Und man sieht mal, wie der sich hier, wie der erfriert. Ah, coole Summe. So, jetzt habe ich ultimative Fähigkeit. Jetzt muss ich noch schnell dahin kommen. Ah, fuck it. So, der ist weg. Es ist... Komm schon. Yep, läuft. Konnte ich sie ordentlich blocken. So, und jetzt auch nochmal hier mich auf den Punkt gestellt. Und jetzt, also mehr ging nicht, um sie aufzuhalten. Jetzt hätte ich gerade noch die alte gehabt, aber die ist leider jetzt hier ein bisschen zu spät gekommen. 10 Sekunden noch. Und sie haben es echt geschafft. Schade, schade. Aber ich habe wirklich alles dafür getan, um hier den Sieg nach Hause zu bringen. Und es war echt knapp. Gute Runde, muss man wirklich sagen. Schau mal, Highlight des Spiels schauen wir uns nochmal an. So, da sieht man, dass ich hier auch wieder mitten im Getümmel war. Mit meinem Eisstrahl konnte ich da schon den ein oder anderen Akzent setzen. Eingefrorene Gegner, ich bewerte mich mal ganz hoch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.